Die Aussagen in diesem Beitrag sind reine Theorie und keine Anleitung zum Nachmachen. Die Definition auf Wikipedia bezüglich Schwarzmarkt und Graumarkt trifft meine Aussagen nicht ganz. Daher benennen wir das Ding einfach anders. Sagen wir Krisenmarkt. Darunter kann man sich einen Tauschplatz oder Handelsplatz für Waren und Dienstleistungen vorstellen, wenn die Waren nicht verfügbar sind oder zu teuer oder man sie nicht mehr wahrnehmen kann. Für Letzteres wäre ein gutes Beispiel das Friseurhandwerk, das man jetzt ja in C-Zeiten nicht wirklich mehr aufsuchen kann. Zumindest nicht während des Lockdowns. Wie kommt so ein Krisenmarkt überhaupt zustande? Nun, irgendjemand muss ihn anstoßen. Wer also als nicht ihr selbst? Spricht man vom Schwarzmarkt, so meint man immer dunkle, verborgene Gassen. Bei uns muss das nicht so sein. Aber natürlich sollte man auch nicht öffentliche Straßen benutzen, um dort nicht gerade sehr aufzufallen, wenn man Tauschgeschäfte macht. Da aber auch Dienstleistungen getauscht werden, erfolgt das meist zu Hause in den eigenen vier Wänden. Sind bestimmte Waren oder Dienstleistungen nicht mehr zu bekommen, dann kann man sie gegen andere Waren oder Dienstleistungen tauschen. Macht so etwas nie gegen Bargeld, das im Zweifelsfall nach ein paar Tagen oder Wochen nichts mehr wert ist. Nun, wie erzeugt man so einen Krisenmarkt in Eigenregie? Indem man mit Bekannten und Freunden redet. Die haben Ressourcen, die haben Wissen, die haben Fertigkeiten, die man tauschen kann. Fangt klein an. Wenn ihr eure Bekannten und Freunde davon überzeugen könnt, dann werden die ihrerseits versuchen, aus ihrem Bekannten- und Freundeskreis ebenfalls Leute zu finden, die etwas können oder etwas handeln. Tragt die Infos zusammen, fixiert sie schriftlich, aber gebt diese nicht aus der Hand oder zeigt sie Leuten, die nicht mit daran beteiligt sind. Ihr solltet nicht erst in der wirklichen Krise anfangen, so etwas zu etablieren, sondern schon jetzt. Baut euch jetzt ein Netzwerk auf mit Leuten, denen ihr vertraut, mit Leuten, denen ihr kennt, und sagt denen auch, sie sollen nur Leute mit ins Boot nehmen, denen sie vertrauen und die sie gut kennen. Ihr werdet sehen, euer Netzwerk wird schnell wachsen. Ihr müsst nur damit anfangen.